Die Günter Krause-Saga, dritter Teil. Der ehemalige Bundesverkehrsminister ist ein Jahr lang den Kaufpreis für dieses Haus schuldig geblieben. Zuständig für rechtlichen Beistand Peter Michael Distel, letzter DDR-Innenminister. Als Opfer dabei Waltraud Schustak, Unternehmerin aus Meckpomm. Alle drei in Der Auszug. Dass Krause seine sieben Sachen packt, ist nicht selbstverständlich. Eigentlich ist es längst überfällig. 12 Monate lang hat er für das Haus nichts bezahlt, ließ alle Fristen einfach verstreichen. Wir haben keinen Termin, also verschwinden Sie. Sie haben ein Jahr lang hier kostenlos gewohnt, Herr Krause. Natürlich, Sie haben nichts dafür bezahlt. Das wissen Sie, ja? Ja, das weiß ich. Die Immobilie, die Krause seit Monaten besetzt, liegt in Knüppeldamm an der Mecklenburgischen Seenplatte. 350 Quadratmeter inklusive Pool, Sauna und Kachelofen. Die Eigentümerin hatte das Anwesen Herrn Krause für 500.000 Euro verkauft. Der Minister AD versprach zu zahlen, Ehrenwort. Der Kontrakt wurde unterzeichnet. Eine finanzielle Unpässlichkeit sollte nach wenigen Tagen behoben werden. Als aus Tagen Monate werden, landet die Sache vor Gericht. Ein Vergleich wird geschlossen. Krause bekommt eine Frist von 4 Wochen. Zahlen oder ausziehen. Ich gehe davon aus, dass wir am 10. April das Haus wieder haben und hoffen, dass der Schaden durch deren Hunde und so weiter nicht zu groß ist, dass wir nicht einen Wertverfall haben. Aber glauben tue ich aufgrund dessen, dass ein Jahr lang mir gesagt wurde, das Geld kommt mit Uhrzeit, mit Datum und sonst so, glaube ich auch heute nicht daran. Kurz danach. Ehrenmann Krause signalisiert Redebedarf, trifft sich mit Spiegel TV im Jagdzimmer von Anwalt Distel und überrascht mit großer Klappe. Das heißt, Sie müssen jetzt ausziehen aus dem Haus? Nein. Warum sollen wir ausziehen? Nein, der Vergleich sagt was anderes. Der Vergleich sagt, dass du bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Klägerseite das Geld bekommt und dann die Sache erledigt ist. Das heißt, Frau Schustak bekommt bis zum 27. März das Geld? Ja, natürlich. Natürlich bekommt sie es nicht. Pleitier Krause muss raus. Am Tag der Schlüsselübergabe sind auch alle da. Die Hausbesitzerin, die Medien, fehlt nur noch Krause. Der Einzige, der fehlt, scheint mir Herr Krause zu sein. Und Frau Krause, ja. Und der Schlüssel. Ja, und der Schlüssel. Erst neulich bewahrte Anwalt Distel Krause in einem anderen Fall vor dem Knast. Warum er das tut, hat mit der Deutschen Einheit und Telefonaten mit Helmut Kohl zu tun. Na, Distel, wie geht's? Guter Dr. Kohl. Und wie geht's dem Krause? Nicht so guter Dr. Kohl. Meinst du nicht, dass du dem helfen müsstest? Ja, wenn Sie das so sehen, ja. Und dann habe ich ihm immer geholfen. Das war bestimmt 5, 6 Mal. Jetzt ist Kohl im Himmel und kann mich nicht mehr anrufen. Und jetzt mache ich es aus eigenen Stücken. Auch dieses Mal kommt Günter Krause offenbar wieder mit einem blauen Auge davon. Wie kommt es denn, dass Sie mit Ihren Betrügereien immer wieder auf die Füße fallen? Das werde ich anzeigen. Ja, Sie sind ein vorverurteilter Betrüger. Das werde ich. Das hat im Gericht entschieden. Das ist genug Zeug, das Ihnen gehört hat. Matti, geh rein. Geh rein. Es hat doch ein Gericht festgestellt, dass Sie ein Betrüger sind, Herr Krause. Es hat überhaupt gar kein Gericht festgestellt. Doch. Im Oktober 2007 wird er vom Landgericht Rostock verurteilt. Zur Last gelegt wird ihm Insolvenzverschleppung, Untreue und Betrug. Die Haftstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Dabei war er mal ganz oben, galt als Architekt der Deutschen Einheit. Doch der Absturz kommt. Nach einer ganzen Reihe von Affären tritt er als Bundesminister zurück. Der Tausendsasser geht in die Wirtschaft. Seine Firma Aufbauinvest ist nach kurzer Zeit pleite. Ein Millionenkredit verschwindet in dunklen Kanälen. Glauben Sie, dass Sie da alles wieder rauskriegen? Das heißt ja, Sie hätten verzockt. Ich würde Ihnen empfehlen, sich daraus zu halten. Machen Sie keine Fehler. Jahre später und immer noch kein Geld. Um dem bestellten Gerichtsvollzieher zuvorzukommen, zieht Günter Krause nun doch noch schnell aus. Er will sogar bezahlen. Allerdings nicht in frei konvertierbarer Währung. Es wird bezahlt. Womit? Mit Hosenknöpfen. Mit Hosenknöpfen. In Knüppeldamm soll morgen tatsächlich der Schlüssel übergeben werden. Oder wird am Ende doch noch bezahlt? Mit Hosenknöpfen?
Die Krause-Saga geht weiter.